Klein, stark, schwarz. Für so manchen ist er nur ein Wachmacher. Für andere ist er Genuss pur. Und für Nadine und Wolfgang Lutz liegt im Kaffee sogar die Zukunft. Ich habe im Laufe meines Lebens sehr viel schlechten Kaffee getrunken und ab und zu in diesem Leben einen guten. Und daher habe ich gewusst, dass es Unterschiede gibt. Guten Kaffee selber machen, das haben sie sich fest vorgenommen. Und sie teilen ihren Kaffeegenuss gerne, servieren in ländlichem Ambiente, mitten in der Pfalz, in der 400 Jahre alten Reismühle in Krottelbach. Es war eine mühsame Schufterei, die alte Mühlenstube umzubauen. 7 Jahre dauerte es. Dann hängte Wolfgang Lutz seinen gut bezahlten Job in einer großen Brauerei an den Nagel und fing noch mal ganz von vorne an, als Kaffeeröster. Mein Mann ist ja auch schon über 50 und ich glaube, da gehört viel Mut dazu zu sagen, man lässt den Job, den man schon 20 Jahre ausgeübt hat, mal kurz hinter sich und startet hier mitten im Niemandsland, wo wir durchaus sind, eine eigene Existenz. Er ist eh ein Mensch, wenn er von der Sache begeistert ist, dann springt er da total rein. Und das hat er auch mit diesem Gedanken Kaffeemanufaktur getan. Und so ist die Idee immer weiter gewachsen. Also die Kaffeekirschen verändern sich jetzt, wachsen ganz langsam. Jetzt dürfen sie alle einmal riechen. Ihr auch, passt die Nase. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ihr euch die Nase nicht verbrennt. Ne? Besucher sind ihm immer willkommen. Er ist so etwas wie ein Botschafter des Cafés. Und aus seiner besonders schonenden Art zu rösten, macht er kein Geheimnis. Aus kolumbianischem Hochlandkaffee wird hier Pfälzer Berglandkaffee. Oder Rammstein-Espresso. Mehr als 20 Sorten gibt es zu probieren. Bei der Zubereitung sind die Profis pragmatisch. Bloß keinen Kult ums Kaffeekochen machen. Wir schwören hier auf die Stempelkanne, auch French Press genannt. Das ist eine sehr einfache, unkomplizierte Art, kann jeder zu Hause machen, kostet nicht viel Geld. Man nimmt einfach zwei Löffel, hier so Kaffeelöffel, grob gemahlenen Kaffee, gibt den in die Stempelkanne, gießt heißes Wasser auf. Das Wasser sollte nicht mehr kochen, weil sonst die Oberfläche des Kaffees verbrennt. Wir machen es immer nur so halb voll, damit man die Möglichkeit, dass der Kaffee die Möglichkeit hat, dass der Kaffeekuchen sich setzt. Dann rühren wir nochmal um, gießen die restliche Wassermenge auf, setzen den Stempel auf und jetzt muss man 3 Minuten warten, bis man runterdrückt. Jetzt ist er fertig. Der Duft der großen, weiten Kaffeewelt hat sich in der Pfalz schnell verbreitet. Teilweise werden wir überrumpelt und überrollt, wenn wir überlegt haben, dass wir anfangs das Ganze hier als Degustationsstube nutzen wollten und gar nicht damit gerechnet haben, dass wir hier auch von der Region so toll angenommen werden. Dann, denke ich, mussten wir schon schnell und flexibel reagieren. Aber es macht unglaublich Spaß und gibt einem Motivation, dass man diese positive Aussagen von den Gästen, von den Kunden, von der Region zurückgespiegelt bekommt. Aber es war schon ein Wagnis, das mit dem Kaffee und der Mühle und der Selbstständigkeit. Also wenn ich das Revue passieren lasse, darf ich Ihnen sagen, das war mit eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Nadine und Wolfgang Lutz genießen ihr neues Leben als Genussmacher, das sie mutig angepackt haben. Und das alles wegen einer guten Tasse Kaffee.